Die Damen, die Herren, herzlich willkommen zurück zu Star Drive 2. Wir kommen nicht durch dieses Portal, egal was wir tun. Also sehe ich nur eine einzige Möglichkeit. Und das ist, uns zu sammeln, die Bärentypen von uns wegzufrühstücken und dann zu versuchen, die Situation irgendwie zu erzwingen, dass diese Bärenwesen zu, dass diese Superwesen zu uns kommen, diese Meister durch die Tore. Da wir offensichtlich nicht zu ihnen kommen, aus welchen Gründen auch immer. So, wir werfen einen kurzen Blick auf unsere Planeten. Hier wird nichts gebaut. Das ist inakzeptabel. Inakzeptabel! Baut mehr Zeug. So, sehr schön. Sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein? Hier kann jemand über den Jordan gehen. Immer alles sauber halten. Oh, wir haben was erforscht. Sag bloß. Ladungsdichte? Mehr Raketen, Schwarmraketen, schwerer Torpedo. Galaktische Währungsunion, das können wir uns schenken, da wir eh keinen Handel mit irgendjemand haben. Oder planetare Börse. Schaden aller Raketen und Lenkwaffen. Oh, Moment mal, unsere Jäger verwenden das. Also ist das genau das, was wir brauchen. 100% das, was wir brauchen. Ihr könnt mal hier mithelfen. Du hilfst mal damit. Hier können Bärchis wieder über die Klippe springen. Weg mit den Bären. So. Sehr schön, sehr schön. Immer das Motto lautet, haltet eure Planeten sauber. Da haben wir viel Essen. Da haben wir viel zu viel Essen. Ja, sehr schön. Keine Landwirtschaft, keine Landwirtschaft, keine Landwirtschaft. Hier haben wir zu viel des Guten. Ansonsten sieht es ja ganz prickelnd aus. So. Oh, ihr baut, solltet auch etwas bauen. Und zwar baut ihr mir Aris Glückseligkeit. So, denn davon werden wir eine ganze Menge brauchen. Und wir werden eine ganze Menge Geld brauchen. Was wäre denn angenommenerweise, wenn wir unseren Steuersatz aufs Maximum setzen? Dann nehmen wir eine Menge Geld ein. Jetzt schauen wir mal eine Runde lang, was dann passiert. Wirkt sich das irgendwie auf die Nein, offensichtlich nicht. Unserer Bevölkerung ist die Steuer vollkommen egal. Wir können hier Steuern verlangen, dass die Heide wackelt und die Leute sind trotzdem glücklich. Warum also sollten wir das mit der Steuer so machen? Ganz einfach. Mit dieser Steuer können wir uns Schiffe kaufen. Das heißt, in dem Moment, wo diese dunklen Meister ihre Nase aus ihrem Wurmloch strecken, werden wir exakt an dieser Stelle so viele Schiffe bauen, dass sie denken, die wären im Hafen der Grand Fleet gelandet. Und dann werden wir richtig unverschämt. So. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Überall gucken. Ihr habt Bären. Oh, Höchstbevölkerung. Ah, da weiß ich eine gute Lösung. In den See. Juhe, juhe, juhe. In den See. Ach, ich wünschte... Oh, guckt euch mal das an. Definitiv zu viel Essen. Da ist überall nirgends jemand angekommen. Gut. Dann... Ach, das baut ja Jahre. Das müssen wir jetzt nicht auskämpfen, oder? Ja, das dachte ich mir doch, dass er das im Alleingang schafft. So, hier haben wir wieder Kolonieschiffe. Wir müssen uns jetzt mal kurz aufteilen, weil sonst haben wir hier zu viele Kolonieschiffe unterwegs zu einem einzelnen Planeten. Also du, lass mich umgucken, was wir hier überhaupt haben. Inakzeptabel. Akzeptabel, Orbitalhabitate nehmen wir. Nächstes Schiff. Inakzeptabel, inakzeptabel, unerforscht, unerforscht, unerforscht. Zu viele unerforschte Planeten, wenn ihr mich fragt.
Wir gehen von oben nach unten. Die sind beide bewohnt. Das ist bewohnt, das ist bewohnt. Das ist bewohnt. Hier ist nicht bewohnt. Nächstes Schiff. So, der ist bewohnt, der ist bewohnt, der ist nicht bewohnt, groß und sumpfig, sturmgeplagt. Na, das kann es mal egal sein, wir nehmen ihn trotzdem. So, und du bist noch ohne Beschäftigung. Der Planet ist nutzlos, der Planet ist auch nutzlos. Nutzlos für unsere Zwecke. Der hier ist noch nicht besiedelt. Oh, da können wir sogar... Doch ist er. Nein, ist er nicht. What the fuck? Schiff. Zuhören. Hier hinsiedeln. Schiff. Zuhören. Jetzt habe ich hier den Planeten verpasst. Tolles System am Rande. So sollte man mal anfangen. So, schauen wir mal, ob überall auch fleißig gebaut wird. Sieht gut aus. Und ich weise darauf hin, dass wir ein Minus auf Steuererhalt haben. So, die Flotte hier ist zusammen. Gehen wir es denen zeigen. So. Baut hier alles glücklich und zufrieden. Hier braucht jemand Arbeit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es entwickelt sich. Wir haben ein starkes Überangebot an Nahrung, habe ich so den Eindruck. 132 Nahrung. Wer braucht so viel zu futtern? Eigentlich muss ich hier gar nicht immer runterfahren, denn wir wissen ja, es gibt einen extra Knopf, den man drücken kann, um sich anzeigen zu lassen, welche Planeten nicht bebaut werden. Ja, den Knopf gibt es wirklich. Ich zeige ihn euch gleich. Ich glaube, im Englischen habe ich es schon gezeigt. Hier unten. Dieser kleine Knopf zeigt euch untätige Planeten an. Oh, der Friedensvertrag ist ausgelaufen. Na, so ein Jammer. Dann reden wir doch mal mit den Jungs, ob wir doch irgendwas rausschlagen können. Nein, Toleranz ist total im Eimer. Die hassen uns wie die Pest. Das kann man ihnen aber nicht mal übel nehmen. Kein Planet, der nichts zu tun hat. Sehr schön. Oh ja. Oh ja. Wir wollen das hier. 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 Dann wollen wir das hier, das hier, das hier. Das Klonzentrum, das hier und das hier. Eine Kampfstation, Beliebtheit, Minen, Forschung, 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 Forschung. Das und das und das und das und das und das und das hier. Wundervoll. Und wir haben einen Planeten, der nichts tut. Ihr baut mal das hier, 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 die Kampfstation und das hier. Sehr schön. Ach, wie es sich entwickelt. Zum Niederknien. Die Planeten werden immer glücklicher und immer zufriedener. Das ist sehr erfolgreich. Er ist sehr schön. Ihr fliegt mal da hoch und guckt, ob es da noch anderen Ärger gibt. So, unsere Raketen richten mehr Schaden an, das ist sehr gut, weil wir ja mit Jägern kämpfen und unsere schweren Jäger haben ja auch Raketen an Bord, wobei wir, glaube ich, nur die leichten Jäger verwenden, insofern sei es dahingestellt. Das hier wird uns helfen. Anpassung an die hohe Schwerkraft. Androidenbau ist nett, aber wir sind eh keine Roboter-Freaks, deswegen passt das so eigentlich ganz ausgezeichnet. Und wir haben einen Planeten, der nichts tut, wie ärgerlich. Also baut auch ihr... Aris ewige Glückseligkeit, denn wir setzen auf Jäger.
Jäger haben uns durch dieses Spiel gebracht und Jäger werden es beenden. So. Oh nein, das baut ihr nicht als erstes. Als erstes baut ihr das, 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 das. Das, das. Ah, jetzt sind wir etwas durcheinander gekommen mit der Bauerei. Das heißt, drum jetzt bauen wir einfach alles nach unten. Nein, eine Sklavengrube bauen wir definitiv nicht. Ermöglicht den Bau von Sklavenschiffen. Vielleicht sollte man rein spaßeshalber mal eins bauen, um rauszufinden, wozu dieses Ding überhaupt gut ist. So, ihr habt nichts zu tun. Ihr baut das, ihr baut das, ihr baut das, 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 das. Ja, von mir aus. Mechs sind nie ein Fehler. So, das Shogunat-Kriegsschiff. Wie ihr seht, haben die auch einen Titan gebaut. Und einen besonders schönen. Guckt euch mal das an. Berge von Raketen. Was für ein Schiff. Die IKS Respekt. Und da haben wir auch wirklich Respekt, weil wenn dieses Ding anfängt, auf Leute zu schießen, heilige Schande, das wird wehtun. Und es ist auch noch übelst dick gepanzert. Ja, natürlich wollen wir Krieg. Kämpfen! So, in dem Moment, wo sich die Tore öffnen, wo wir den letzten Gegner flachlegen, werden sich die Tore öffnen. So, auf sie mit Gebrüll. Die Raketen sind ein Problem, aber ich habe die große Hoffnung, dass unsere Artillerie, unsere Reichweitenverteidigung die Dinger zerstören wird, unsere Punktverteidigung. Ja, unsere Artillerie hat das Problem schon erledigt. Jetzt schneckt das Spiel natürlich fürchterlich. Aber wie ihr seht, haben wir schon Hackepeter aus dem Gegner gemacht. So, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, einfach weil so viele Medaillen berechnet werden mussten, nehme ich an. So. Ah, boom. Sehr schöne Animation am Rande erwähnt. Und ich denke, jetzt machen wir Hackfleisch aus den Typen. So, wunderbare Neuigkeiten. Wir sind voller wunderbarer Neuigkeiten und jetzt wollen wir den Planeten haben. Oh, und not offenbar sind die Publikumslieblinge des Kurati-Shogunat ausgestorben. Ja, wir bekommen gerade die Meldung, dass alle Bürger von ihren Feinden getötet oder versklavt wurden. Ein trauriger Tag für Kurati-Fans in der ganzen Galaxis. Viel Glück beim nächsten Mal. Und am Ende kann nur einer übrig bleiben. Einen aufrichtigen Glückwunsch an unsere letzten verbliebenen Teilnehmer. Möge dein Imperium 1000 Äonen lang blühen und gedeihen. Leider haben wir dein schönes Imperium vermutlich jeden Augenblick von einem gnadenlosen Angriff aus dem Raum jenseits unserer Galaxie zerstört. Oh ja, richtig gehört, denn jetzt beginnt die Bonusrunde. Gleich geht's hier richtig heiß zur Sache. Was wollen die uns sagen? Ganz einfach. Anpassung an hohe Schwerkraft. Gibt es jetzt überhaupt noch was? Es gibt den Terraformer und den atmosphärischen Filter. Ich nehme den Terraformer. Ich liebe Terraformen. Habe ich schon immer geliebt. Terraform ist ganz groß. Nein, einer von euch Käfern kann da bleiben. Und wir bauen das. Oh, Jesus Maria, ist diese Welt unterentwickelt. Dafür, dass es ihr letzter Außenposten war, ganz ehrlich, wurde hier mal echt wenig geboten. So. Und fertig. So, ich befinde mich jetzt in der Annahme, dass ich jede Runde jetzt, sobald wir jetzt weiter drücken, werden sich überall in der Galaxis Sprungtore öffnen und gar gräußliche Kreaturen werden herauskriechen, um uns anzugreifen. Ja, offenbar hat sich eine weitere Sublom-Anomalie gebildet, wo noch mehr von diesen schwarzen Schiffen mit sich bringt. Wir müssen die Augen offen halten. Und wir haben verdammtes Glück. Oh, es sind zwei. Es ist eine hier. Und eine da oben. Okay, nichtsdestotrotz. Bitte ich alle Schiffe,
sich sofort hier zu sammeln. Alle Großkampfschiffe sammeln sich sofort bei Pulmar 2. So. Ihr kommt bitte auch nach Pulmar 2. Ihr kommt auch nach Pulmar 2. Und hier werden wir jetzt unser beträchtliches Geld einsetzen. Bau beschleunigen. Oh, sehr schön. Bestätigen. 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 Oh, wir werden so viele von diesen Kampfschiffen bauen, dass ihr denkt, es gibt sie ein Dutzend billiger. So. Das wird keine das wird kein Endkampf, Freunde, das wird ein Endgemetzel. Und hier ist ja auch eine Welt. Wer ist denn da der nächste Kandidat? Ich nehme an, das bist du. Sehr schön. Bau ist fertig. Und danach möchte ich, dass all diese Schiffe hier fertig werden. Und wer immer dann durch dieses Tor kommt, es wird ihm so leid tun, das glaubt ihr gar nicht. Uns geht langsam das Geld aus, aber ein paar schaffen wir noch. Ich glaube, dass mein Computer das nicht überleben wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass mein Computer das nicht überleben wird, wenn ich nächste Runde drücke. Ja, beziehen wir hier mal. Man hat ja sonst nichts zu tun. So. Tun wir was gegen die Verschmutzung. Forschung, Klonen, Orbitalkampfstation, Kommandopunkte. Nein, halt, das brauchen wir nicht, weil wir nicht photosynthetisch veranlagt sind. Wir nehmen das hier. Das hier. Das mit der Photosynthese bringt mich auf eine Idee. Kreativ, Opfern und Photosynthese passt wahrscheinlich nicht zusammen. Habe ich die schwere Vermutung, weil kostet zu viel Punkte. Okay, unsere Schiffe haben sich hoffentlich alle gesammelt. Ja. So, ihr schnappt euch mal diese Typen. Ihr geht hier hin. Okay, kämpfen. Jetzt werden wir mal sehen, was haben die denn so dabei? Jetzt kann ich die gar nicht mehr angucken. Oh, oh, nicht gut. Okay, wir sind ganz schön viele. Ja, ich denke nicht, dass es ausgelegt wurde, um so viel Großkampfschiffe auf einmal zu beherbergen. Habt ihr eine große Vorstellung, was passiert, wenn meine Jäger starten? Ich prophezeie, dass mein Computer auf der Stelle ohne jede weitere Unterbrechung in die Knie gehen wird. Ja, das dachte ich mir. Guckt euch das an. Angriff. Eigentlich könnten wir sie sogar an Jägergruppen aufteilen. Oh Gott, das wird fürchterlich. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir versuchen mal kurz das Spiel anzuhalten. Markieren alle unsere Freunde hier.
und sagen, sie sollen sich verpissen. Seht ihr dieses Gewusel? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß nicht, wie das nachher in der Aufnahme rauskommt. Aber ich glaube, wir zerpflügen gerade alles. Das sieht aus wie ein gigantischer Schwarm aus Heuschrecken. Oh mein Gott. Ich glaube, ich vergrade die Lebensdauer meines Planeten um Jahre. Seht euch das an. Man sieht überhaupt nichts. Es ist so ein Gemetzel, dass man kaum erkennen kann, wer überhaupt gerade auf wen schießt. Oh mein Gott. Aber sie halten sich ganz tapfer, unsere riesigen Freunde. Oh ja, oh schön. Wer fliegt denn da weg? Ich glaube, wir müssen näher rangehen. Aus Gründen, die ich nicht verstehe, ist es besser für die Grafik, wenn wir näher dran sind. Es scheint flüssiger zu laufen. Da ist einer weg. Der zweite ist auch so gut wie im Eimer. Holy shit. Das hat mir mein Computer wirklich, wirklich übel genommen. Okay, das hier sind nur die üblichen 500 MCs, die sind uns egal. Wo ist die feindliche Großkampfflotte? Ihr jagt mal die Typen. Ach, was soll's, nein, ihr geht direkt in das Portal. Machen wir es kurz und schmerzlos. Es sind jetzt nicht so viele, wie sie sein sollten. Vielleicht holen wir die restlichen Flotte doch sicherheitshalber noch dazu. Wie viele Großkampfschiffe haben wir hier? Ewigkeit, das sind 6. Die sind alle Level 4, 9 Stück. Kann gut gehen, muss nicht. Ich habe keine Ahnung, was da dahinter ist, aber wir wollten uns mal die feindlichen Schiffe angucken. Das ist ein Exterminator, das größte Schiff, das der Gegner hat. Umgeben mit Quantenumpanzerung, riesigen Gausskanonen mit einer Wahnsinnsreichweite und einem guten Schaden, kombiniert mit Massetreibern, Flakkanonen, das ist völlig aus der Technologie. Bioterminatoren, eine Bombe, die gut im Töten ist, das sollte jede Bombe sein. Gefechtsständen, Schutzschirmen. Phasern und Gravitationsstrahlen. Guckt euch mal die Geschwindigkeit von diesem Ding an. Dieses Ding ist so, doppelte Leistung zum doppelten Preis. Dieses Schiff ist so schnell, da könnte einem schlecht von werden. Die normalen Fregatten kennen wir. Okay, da ist nichts wirklich Wildes dabei.
Wir haben unsere Kommandopunkte überschritten, weil wir jetzt 39 Titanenschiffe haben. So, oh, und jetzt können wir auch reinfliegen. Eine unserer Flotten ist am Rand eines Dimensionsrisses angelangt. Wir wissen nun, worum es sich dabei handelt. Und wir wissen, wie wir unsere Warp-Antriebe modifizieren müssen, um den Riss zu durchqueren. Was wir aber nicht wissen, was oder wer auf der anderen Seite wartet. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh, wieso ist das jetzt nur ein Schiff? Das ist nicht gut. Kannst du noch springen, bevor du Asche bist? Nein. Okay, ich nehme nicht an, dass die Jäger das gewinnen können. Das gegnerische Schiff ist dafür einfach viel zu schwer gepanzert. Auf der anderen Seite scheint es sich auch nicht wirklich gut gegen uns wehren zu können. Es trudelt zwar raus, rum und raus und hin und her, aber machen kann es nichts gegen uns. Ah doch, ab und zu erwischt das einen der Jäger. Da trudelt's rum wie ein Wal auf Drogen. Ja, unsere Jäger kriegen es ganz schön ab. Wisst ihr was? Wir nageln ja gerade ganz nett auf dem Großkampfschiff rum, aber eigentlich sollten wir uns mehr auf das Kleinzeug konzentrieren. Ich glaube nicht, dass wir in den Gegner ein Loch reinkriegen werden. Ich kann ihn nicht mal mehr angucken. Ich kann ihn einfach nicht anklicken. Weil ich einfach nur noch meine Jäger sehe. Ich glaube, das war's mit unseren Jägern. Wir haben ganz gut Frisches gegeben, aber es hat nicht gereicht. Obwohl es schon aussieht, als würde ein bisschen brennen hier und da. Also es sieht schon geschmolzen für mich aus. Ein Jäger haben wir noch. Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Da geht er hin. Okay, das Schiff selber. Wir brauchen mehr Jäger. Nennen wir es einen Testlauf. Oha. Das heißt, schlecht das, weil... So, aber ihr könnt es versuchen. Okay, das heißt, man hat pro Chance pro... Man hat nur eine Chance pro Sprungtor zu schaffen. Jetzt wird gleich wieder das Spiel abkacken. Viele Jäger starten. So. Das sind jetzt gar nicht so viele Jäger, wie ich gehofft hatte. Vielleicht hat auch nicht jeder seine Jäger gestartet. Das halte ich für möglich. Oder es ist einfach zu dicht. Auf jeden Fall scheint mein Computer nicht dafür geschaffen zu sein, weil wenn ihr euch guckt, wie das abschneckt, fürchterlich. Ja, das ist jetzt eine ziemliche Diashow. Ich bezweifle, dass ihr davon überhaupt irgendwas seht.
Mein Computer ist einfach überfordert. Aber ich musste ja unbedingt 12.000 Jäger bauen. Eigentlich müssten wir es gleich geschafft haben. Die Masters of Orion ist es im Übrigen. Dieses Schiff, das uns da angreift. Die Masters of Orion 2. So, was wir mal versuchen können, ist, dass wir unseren Schiffen den Befehl geben, sich zu verkrümeln. Zumindest denen, die wir noch unter Kontrolle haben. Damit es hier nicht ein gar so grässliches Gewusel wird. Und der macht ja unsere Großkampfschiffe hier ganz schön platt. So, wegspringen. 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 Also dafür, dass er so viele Jäger am Hals hat, hält er sich echt noch ganz schön tapfer. So. Ich glaube, es ging besser. Ich glaube, es ging besser, als wir nah dran waren. Aus irgendwelchen Gründen leidet mein Computer weniger, wenn ich nah dran bin. So. Jetzt brennt er schon ziemlich. Oh ja, jetzt kriegt das. Jetzt kriegt das. Ich glaube, die Panzerung ist durch. Ich glaube, an zu vielen Stellen ist jetzt einfach die Panzerung durch und deswegen leidet er jetzt wirklich. Aber seht ihr die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Schiff bewegt? Unglaublich. Also du könntest ihn nicht ausmanövrieren, selbst wenn du es mit aller Gewalt wolltest. Schießt er eigentlich noch auf den Dicken? Ja, also. Tut ihm weh, tut ihm weh, tut ihm weh, tut ihm weh. Oh ja. Der lebt nicht mehr lang. Na, er trudelt sich immer ganz gut aus dem Schussfeld, habe ich so den Eindruck. Also dafür, dass ich Jäger fliege und er ein Großkampfschiff, geben wir uns nicht allzu viel, was die Manövrierfähigkeit angeht. Die Master of Orion 2, was für ein schöner Name für ein Schiff. Ja, sehr schön. Dranbleiben. Okay, ich habe den Eindruck, dass er seine Geschützwaffen nicht einsetzen kann auf diese Distanz, weil die nehmen nicht ab. Und da geht er hin. Erledigt von ungefähr 6 Millionen Jägern.
Heu weh, ich glaube, man hat überhaupt nichts gesehen. Tja, in dem Augenblick, in dem deine Schiffe das Meisterschiff zu Sternenstaub zermahlen, schloss sich der Riss. Deine Flotte kehrte in den normalen Raum zurück, übel zugerichtet, und wir können uns nur noch fragen, welchen Sinn und Zweck dieser letzte Ausflug hatte. Wie bei so vielen Entdeckungen in der Galaxis stehen wir wieder einmal vor mehr Fragen als Antworten. So tief wir auch in die Geheimnisse des Universums eintauchen, offenbar gibt es immer mehr und mehr Mysterien. Eine unendliche Menge an Geheimnissen in den unendlichen Weiten des Weltalls. Oben und unten, innen und außen, das Weltall erweist sich als Zeit- und endloses Fraktal von Mysterien. Wir haben danach gestrebt, unsere Galaxie zu meistern. Wir haben getötet und sind gestorben, um dieses Ziel zu erreichen und unser Leben zu verteidigen. Wie klein jedoch diese Aufgabe erscheint, wie unbedeutend, die Meister über ein Sandkorn oder über ein Staubteilchen in diesem unendlichen Kosmos zu sein. Wir können 1000 Galaxien erobern und es würden nur 1000 und wir würden nur 1000 Sandkörner besitzen. Und doch ist das alles, was wir haben. Sollen wir da nicht nach mehr streben? Was kann es noch mehr geben? Wir haben diesen großen Krieg gewonnen, doch das wahre Wissen bleibt weiter unerreichbar. Nun zumindest haben diese Rissüberfälle ein Ende. Sehr schön. Hallo, liebe Zuschauer, willkommen bei GNN. Wir freuen uns, heute berichten zu können, dass die Fallop-Symbiosis durch einen Dimensionsriss gereist ist, um die Meister zu besiegen. Und sie haben es geschafft. Endlich! Ich habe etwas zu gestehen, liebe Zuschauer, ich war es. Von Anfang an. All diese Neulinge in der Galaxis, sie dachten, sie hätten den Star Drive alleine entdeckt, aber nein, ich war es. Schließlich habe ich den stärksten Sender in der ganzen Galaxis und seit Hunderten oder Tausenden von Jahren beobachte ich den Aufstieg und Fall von Zivilisationen. Und wenn ich sah, dass sie kurz davor standen, ihr Sonnensystem zu verlassen, gab ich ihnen den Star Drive. Aber warum gab ich ihnen den Star Drive? Ganz einfach, mir ist langweilig. Und ich wollte mit dem Star Drive das unmögliche Schiff besiegen, die Masters of Orion 2, die in den Subraum geflohen war. Und wo so viele gescheitert sind und die unwahrscheinlichsten aller Kandidaten Erfolg hatten. Wir haben 100 Mal mit angesehen, wie die Meister die Galaxie entleerten, aber jetzt ist Schluss. Ein Sieger hat sich hervorgetan. Nachdem diese Aufgabe nun abgeschlossen ist und ein Sieger gekrönt wurde, entscheidest letztlich du, wie es weitergehen soll. Willst du diese Galaxis leeren oder dich in Frieden zur Ruhe setzen? Es liegt an dir. Jo, wir haben alle weggeputzt. Ich bezweifle mal stark, dass man irgendwas gesehen hat. Hier sehen wir noch ein Schiff, aber das müssen wir jetzt nicht umbringen. Ich denke, wir haben es geschafft und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles dann, bis dann, tschüss.